Hallo, wir grüßen euch zum Rückblick der 15. Wandertour. An diesem dritten Urlaubstag begannen wir unsere Wanderung in der Region Stiege. Wir parkten an der B242 in einem Seitenweg, sodass wir nur ein paar hundert Meter laufen mussten. Der Stempelkasten stand auf einer Lichtung an einem kleinen Rastplatz. In der Umgebung sollten auch Reste einer ehemaligen Kirche zu sehen sein, aber wir hatten dort nichts entdeckt. An diesem Tag wurde Gustav von Digger begleitet. Für unseren nächsten Stempel fuhren wir nach Güntersberge und parkten am Bergsee. Bei unserer Wanderung überquerten wir unter anderem die Gleise der Selketalbahn. Das Ziel war der Katzulteich, einer der vielen künstlich angelegten Stauteiche im Harz. Die Stempelstelle 172 lag wirklich sehr idyllisch und ruhig. Bei der dritten Stempelstelle machten wir es uns wieder sehr einfach und fuhren direkt mit dem Auto dorthin. Viel gab es dort auch nicht zu sehen. Den vierten Stempel holten wir uns in Neudorf. Wir starteten an einem kleinen Parkplatz, wanderten die sogenannte Menschentrappe hinauf und folgten dann weiter dem Weg durch den Wald. Das Ziel war die Stahlquelle, die ihren Namen wohl von dem Begriff Stahlstein hat. So wurde von den Bergleuten früher das Eisenerz genannt. Weiter ging es dann nach Dankerode, um noch einen letzten Stempel an diesem Tag zu holen. Das Ziel war die Stempelstelle 217 Dicke Buche. Nach einer für uns doch recht anstrengenden Wanderung kamen wir am Stempelkasten an, aber eine dicke Buche war dort nicht zu sehen. Sie stand dort wohl früher mal und wurde aus Sicherheitsgründen gefällt. Nach diesen weiteren 5 Stempeln hatten wir nur 49 Stempel insgesamt.